Hallo ihr Lieben und seid ganz herzlich willkommen zur Bronze-Analyse. Etwas, was mal längst wieder fällig ist. Und zwar haben wir hier 10 Spieler aus der Community, die die Bronze-Elo haben. Das Ganze ist jetzt von der aktuellen Elo, das heißt von der Season, die gerade läuft, und nicht das, was die das letzte Mal hatten. Das letzte Mal hatten einige Bronze, einige aber auch Silber, die dann runtergestuft wurden. Und jetzt hängen alle im selben Boot und alle gerade in Bronze fest. Ich will auf jeden Fall noch mal ganz kurz hier das Scoreboard öffnen, das ist wichtig. Dann kurz sortieren. Wir haben, wenn ich das richtig sehe, Nidalee in der Mitte. Okay, das ist schon mal speziell, meiner Meinung nach. Das ist ziemlich speziell. Wir haben Jinx, Varus auf der Botlane, Nautilus gegen Thresh, also zwei Hook Champions. Wenn ich das. Wait, what? Wir haben 6 im Jungle! Okay. Da habe ich doch erst letztens ein Video zu gemacht und wir haben hier so eine Art Late Invade oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, das Team ist bereits dabei zu groupen und den Wald zu verteidigen. Was fällt mir hier schon mal auf? Nochmal ganz kurz der Hinweis von weg. Das ist jetzt kein Spiel, um zu sagen, Bronze-Spieler sind scheiße, sondern wir wollen gucken, was machen Bronze-Spieler? Was machen sie vielleicht falsch? Was machen sie sogar richtig? Warum stecken sie in ihrer Elo fest und wie kann man ihnen vielleicht noch nützliche Tipps geben? Wir haben schon mal einen Pull bekommen. Shyvana macht das Ganze smiteless und auch der Sex bekommt hier einen Pull, indem er smiteless seinen Buff machen kann. Das finde ich auf beiden Seiten schon mal sehr gut. Beide Jungler freuen sich über so etwas und von daher ist es schon mal nicht so verkehrt, weil man könnte auch erwarten, Bronze-Spieler, vielleicht geben sie gar keinen Pull, vielleicht pullen sie schlecht, aber das waren wirklich schon mal zwei Pulls, an denen kann man nicht meckern. Mir ist aber eine Sache schon mal extrem aufgefallen, ihr könnt ja mal die einzelnen Gegner stalken, wobei ihr, was, der Blue Buff, Six invade? Six haut seine Bomben, oh, er hat leider seine Kuh gemisst, von daher auch nicht die Gefahr, irgendwie hier mit Thunderlords einen geilen Proc zu bekommen. Shyvana müsste jetzt dementsprechend aber erfahrungstechnisch einfach höher sein. Ich finde es super interessant, dass Six einen Counter-Jungle anschreibt und Shyvana geht das Ganze hier nochmal überprüfen. Es wurde schon gesmited! Jetzt ist die Frage, ne? Warum steht Shyvana da noch? Warum sollte Six da reingehen? Das macht nicht so viel Sinn. Von daher hat sich das auch erstmal erledigt. Also was mir aufgefallen ist, ist folgendes. Die Runen und die Masteries. Da muss ich leider wieder schimpfen, denn es ist wirklich sinnvoll investiert in Standard-Runen. Wenn ihr Ranked spielen wollt, spielt doch kein Ranked, wenn ihr nicht mal Runen habt. Wenn ihr wenige Champions habt, okay, das geht nur. Aber wenn ihr keine Runen habt, gebt mal bei YouTube einen Mr. Michael Pirun. Und dann sage ich euch, ich werde demnächst wahrscheinlich einfach nochmal einen Guide dazu machen, weil... könnt ihr auch in die Kommentare schreiben, ob ihr sowas wünschen würdet, einen Ruhen oder einen Meisterschaftsguide, weil es ist mir wirklich direkt aufgefallen, jeder zweite hier hat irgendwie, vielleicht war auch die Internetseite Buggy Lolking, LolNexus, Entschuldigung, und aber ja, die Ruhen sollten schon Standard sein. Von mir aus, wenn ihr meint, es lohnt sich nicht IP da reinzustecken, dann kauft wenigstens den Standard, also AD für Rot und Rüstung oder Leben in Gelb, Magieristens in Blau, AD oder AP in den Quins, irgendwie so, oder Attack Speed da noch in Rot, je nachdem was ihr halt spielt, aber es gibt Standard. Und jetzt kommt der Hook, danach die Fallen von Jinx, ein bisschen defensiv, der Counter Hook, aber overall erstmal gar nicht so schlecht, Varus tradet ganz gut durch, jetzt sind die blauen Minions aber da, Exhaust von Nautilus geht raus, jetzt geht Nautilus wieder ein bisschen deep und das ist das, was ich meine, die Minions sind da, wenn Varus jetzt den nächsten Snipe, er wird flashen. Flash und Summoner hier. Jetzt gehen die anderen wieder deep. Es ist hin und her gegangen. Overall schon mal ganz guter Engage von Nautilus mit dem Hook. Und ich finde auch solche Hook-Champions, Blitzcrank, Nautilus und Thresh, kann ich auf jeden Fall empfehlen für Bronze. Weil die symbolisieren ganz klar, wenn sie mal hooken, geht's rein. Und oftmals, wenn man sowas wie Janna hat oder so, dann macht ein AD-Carry nichts, weil er denkt, ich kann nichts machen. Mein Supporter macht nichts. Aber Janna ist oft so reaktiv, dass wenn der Gegner reingeht, macht sie ein Schild. Wenn dein AD reingeht, muss sie ein Schild machen. Und ich glaube, oftmals ist dann einfach nicht das ganze Potenzial aus den Champions rausgeholt. Und eben aus diesen Hook-Champions, da ist es ganz klar, auch so den ADC, bei einem Hook gehen wir rein. Und da braucht man halt nicht so krass die Absprache.
Garen finde ich interessant auf der Top-Lane. Ebenso Olaf. Ich kann mir vorstellen, dass Olaf so als Art Counter gepickt worden ist. Wahrscheinlich einfach im Internet geschaut, was ist gut gegen Garen, dann stand da bestimmt Olaf. Ich glaube, dass der Garen das dominieren wird, um ehrlich zu sein, wenn er jetzt auf vielleicht den Lethality-Build geht. Nautilus Hook trifft nicht, Shyvana ist erst Level 3. Jetzt kann aber noch die Jinx, jetzt kann die Jinx feuern. Es ist noch gar nicht so entschieden. Ich finde gut, was der Varus macht. Der Varus konzentriert sich nämlich auf die Jinx. Das ist nämlich hier das gefährliche Ziel. Die roten Minions sind da. Nautilus kriegt wahrscheinlich keine W mehr. Und somit First Blood für Varus. Gar nicht so schlecht. Ich fand das gut, dass die rote Botlane die Minions ausgenutzt hat und ein bisschen länger drin geblieben ist. Nur da hätte der Nautilus einen Tick weniger lange drin bleiben müssen. Also das war wirklich knapp, aber das ist oft etwas, was man gut machen kann. Und das muss man auch lernen. Wenn der Jungler kommt und die hinter die gegnerischen Minions gehen, dann kann man teilweise sogar 2 gegen 3 umdrehen. Das war jetzt nicht der Fall. Wie gesagt, auch der Varus hat einen super Job gemacht. Jetzt Level 6 von Vega. Käfig trifft. Aber irgendwie läuft er erstmal in die Falle. Und ich wundere, dass die Niederlage sich da nicht transformiert und reingeht. Und mal gucken, wie sich das später umdreht. Weil was will die Niederlage bauen? Will sie jetzt Poke bauen? Will sie squishy bleiben? Dann kann der Vega sie wahrscheinlich mit der Ulti verskillen. Ich finde super mutig. Ich finde den Six Jungle super mutig. Ich finde Nidalee Mitte. Ehrlich gesagt, Six Jungle, glaube ich, könnte klappen. Six ist einfach auf lower Elo ein solider Pick, egal wo man ihn spielt. Weil der Auftrag ist klar. Du bombst alles weg. Du hast den Wave Clear. Und den Damage im Teamfight, indem du einfach nur Ulti drückst. Ich finde Nidalee Mitte nicht so gut. Muss ich einfach so kritisch sagen. Es ist natürlich ein funny Pick. Wenn er durchgeht, ist cool. Aber ich glaube, es ist insgesamt zu risky für die Bronze-Hilfe. Ich habe den Leuten gesagt, spielt so, als ob das euer Ranked wäre. Und ich würd Nidalee als allerletztes empfehlen für die Mitte. Vielleicht ist das ein One-Trick-Pony. Vielleicht ist das Nidalee-Main. Mal gucken, ob die Nidalee mir noch was anderes beweisen wird. Olaf führt momentan. Thresh hat seinen Sidestone bereits. Nautilus hat dementsprechend noch viel weniger Leben. Trainer auf Varus. Die sieht man immer so in jedes zweite Game. Wobei inzwischen wieder immer öfter. Zack, Garen abgebrochen. Aber Garen hat Teleport, von daher dürfte das nur halb so wild sein. Jetzt kommt der Shyvana Invade und das ist richtig eklig, denn Six braucht einen Blue Buff, aber Six solide gesmited. Nidalee ist aber auch schnell am Roam. Wenn jetzt der Speer trifft und er trifft, dann könnte es knapp werden. Okay, schön gedodged, schön gedanced im Käfig. Jetzt muss auch der Vega flashen. Six haut aber seine Bomben. Jetzt kommt die Jinx. Six ist noch Level 5, 2 Level unter Nidalee. Das ist krass, denn er hatte keine Ultimate. Wenn er die hätte, ja, das ist ganz schön anders. Thresh jetzt auch am Gegenrotieren. Der Speer von Nidalee trifft noch den Vega. Vega ist schon mal low. Nautilus kommt jetzt von der anderen Seite. Das könnte ein Flay sein. Nautilus hookt aber gegen die Wand. Warum ist mit seiner Ulti? Trifft 2. Thresh wiederum mit dem Hook. Und es wird ein Gemetzel. Nidalee kriegt 2. Vega aber jetzt ist doch noch Level 6 geworden. Ne, das war der 6. Egal. Vega kriegt den Kill. Nautilus jetzt in Bedrängnis. Und das sieht so aus, als ob das blaue Team hier den Kill bekommt und gut führt. Jetzt ist die Frage, machen sie einen Drake? Die müssten jetzt eigentlich den Drake machen. Vor allem, weil sie auch eine Shyvana im Team haben. Ja, es wird gepinkt. Von daher ist jetzt schon mal gar nicht so schlecht. Das ist interessant. Das blaue Team geht deep und kommt trotzdem besser dabei raus. Warum? Weil im richtigen Moment Varus Ulti 2 Leute festgehalten hat und Thresh kann dann natürlich sicher den Hook treffen. Auch eine schöne. Ich finde, Varus und Thresh ist eine super geile Mischung für spätere Teamfights. Die haben beide Pick-Potenzial, die haben beide Safe-Potenzial. Gefällt mir. Mal gucken, die Jinx aber, Hyper-Carry im Late-Game, vielleicht dreht sie da noch durch. Six ist ja schon mal ein Champion, der das Spiel gut in die Länge ziehen kann. Jetzt geht er diven. Jetzt geht, oder? Oh, okay. Da muss auch aufpassen, ne? Garen hat die Ulti wahrscheinlich ready. Jetzt kommt der Six Gank. Da bin ich gespannt. Olaf kann natürlich durch die Minen auch irgendwie laufen, wenn er seine Ulti zündet. Aber okay. Hat der Olaf schnell realisiert, dass der Jungler da ist, läuft dann unten rum raus
Good job. Was ich an dem Nidalee Midlane-Pick mag, by the way, ist, dass Nidalee schnell roamen kann. Sobald sie die UF ausgepusht hat, kann sie in ihre Katze wechseln und nach unten oder nach oben springen. Das ist ein großes Plus. Oh, was geht hier ab? Das war die ganze Zeit mit Respekt an die Wave gegangen und dann plötzlich komplett einfach so. Okay. Ich frage mich noch, ich klicke mal auf den Vega. Was? Er hat schon. Okay. Das ist auch ein Lob an den Vega, der hat 2 Punkte in seine E drin und das muss man machen als Vega, damit der Käfig lang genug hält, dass die Wehe vom Himmel kommen kann. Und das hätte ich eigentlich jetzt von einem Bronzespieler auch teilweise vielleicht sogar vermutet, dass er es nicht richtig macht. Er hat es aber richtig mal. Oh, die Wehe, die Ulti, das Signal! Okay, das war easy. Das war easy. Ich glaube, die Wehe hat nicht mal getroffen, ich weiß es nicht. Botlane ist wiederum genauso easy. Also hier merke ich, was mir an Bronze gerade auffällt, das Einschätzen. Das Einschätzen ist irgendwie falsch, weil es war ja not even close auf der Botlane. Auf der Toplane ebenso wenig. Und in der Mitte haben wir das gesehen, was ich gesagt habe. Wenn Nidalee Squishy baut, dann muss doch Vega einfach nur fast Ulti drücken. Und das war wirklich für den Vega auch ziemlich einfach. Blaue Team in Führung. Vega ist noch der Einzige, der positiv steht. Und ich sag euch, Vega Late Game, Jinx Late Game. Garen, wenn er, sag ich mal, 3 Death-Items hat, wird auch annoying, wenn er den Gegner einfach rumdreht. Nautilus wird tanky. Die Frage ist, wie schnell beendet das Blaue Team? Weil das Blaue Team müsste jetzt eigentlich irgendwie aus diesem Lead versuchen, was zu ziehen. Herald wird sehr früh gemacht. Auch das sieht man eher selten. Das gefällt mir. Pinkport auch gut drauf, defensiv gestellt. Auch das gefällt mir. Also, wie gesagt, bis auf die Einschätzung ist das schon ein vernünftiges Bronzespiel. Ich habe Bronzespiele gesehen, als ich irgendwie auf Smurfs war oder bei Freunden. Die waren komplett verrückt. Und das ist auch das Schöne, dass es sogar in Bronze vernünftige Spiele gibt, wo jetzt hoffentlich keiner Flame, keiner AFK ist, keiner in den gegnerischen Tower rein intet. Und das ist schon mal nicht schlecht. Wahrscheinlich denken sich einige Bronze-Spieler, die das jetzt gerade sehen, ich wünschte, meine Spiele wären so normal in Anführungsstrichen. Man kennt es auf jeder Elo. Okay, wie sieht es bei den ADCs aus? Farmtechnisch 10 Unterschied, okay, dafür, dass man zweimal gestorben ist. Hält sich in Grenzen. Der Garen hat echt Probleme. Was ich hier an Nidalee wiederum mag, ist der Sustain, dass sie sich so heilen kann. Bombe trifft. Oh, Kissen war super! Schade, Thunderlords kann nicht mehr durch. Der hat viel gefehlt. Ich befürchte, dass Botlane gleich fightet, wenn die Shyvana runterkommt. Shyvana versteckt sich da erstmal vor dem Nautilus im Dragon Pit. Jetzt wird er hochkommen! Oh! Gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Six am Counter-Jungle, aber da gibt es nichts zu holen. Da muss Six aufpassen, dass er jetzt nicht gleich in den Olaf reinläuft hier oben. Und währenddessen kommt Shyvana schon mal hier. Der Ward hat das aber gesehen. Oh, der Käfig ist raus. Da ist die Shyvana, sie geht rein. Wenn der Speer trifft, auf lange Range. Okay, trifft nicht. Mit dem Flash ist wiederum der Vega dann safe. Nautilus mit dem Hook trifft Thresh mit einem guten Counter-Hook. Jetzt ist die Frage, wer macht mehr Damage, Thresh oder Nautilus? Und so wie die Minions gerade stehen. Und er hatte Jinx nicht so wirklich die Chance, wie Varus zu feuern. Oh, oh, noch eine Knospe. Und er lebt. Was Six hier natürlich hätte machen können, ist... Oh, oh. Er hat Ulti, aber es wird nicht reichen mit der Ulti. Aber mit der Ulti wird es reichen. Okay, 2 sehr starke Damage-Ulti und noch ein Loop von Thresh mit dem Exhaust. Ist er das safe? Er läuft aber in die Fallen. Ja, nimmt ein paar Tower-Shots auf jeden Fall. Ich glaube, die Nidalee kombiniert. Was der Six hätte machen können, den Red Buff nochmal smiten, denn dann hätte er Leben zurückbekommen. Und das blaue Team wreckt weiter. Der Olaf kommt doch ziemlich gut klar. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass der Garen ihm mehr die Stirn bietet, aber so wie es aussieht,
Macht ja Urlaub, das ist doch ganz gut. 5000 bei Minute 15 jetzt an Goldlied. Nidalee drückt so ein bisschen auf den Tower, der Botlane Tower, das war der erste Tower, der gefallen ist. Varus 404, Yumus completed. Dem geht es definitiv gut. Was Varus jetzt machen muss, er muss jetzt in die Mitte. Muss jetzt in die Mitte und den nächsten Tower holen. Zur Not würde ich dann sagen, okay, Botlane geht in die Mitte und Nidalee geht Bot. Das wäre die Strategie, wie man das jetzt auf höherer Elo machen würde. Denn, wie gesagt, die haben jetzt den Vorteil, die müssen gucken, dass sie aus dem Vorteil was rausholen. Vega noch keine Ulti parat, das wäre schon fast wieder der Kill. Drache ist da, sie machen den Drache. Diesmal auch das rote Team, glaube ich, den Dragon. Das scheint ungespottet zu sein, also es könnte durchgehen. Das wäre ganz gut, weil Shyvana kriegt den Drachen da nicht. Warum tankt der Six den Turm? Da würde ich einfach mal Nautilus mit tanken lassen. Nidalee läuft komplett in Jinx rein. Jetzt noch die Ulti von... Und... Treffer! Die Frage, kommt der Steal am Drachen? Der Versuch war da. Kein Smite, doch da ist der Smite. Kleines Comeback. Und ich glaube wirklich, wenn dieses Spiel lang genug dauert, dass das rote Team das super Late Game hat. Jungle Six ist einfach cool. Das sind nochmal persönliche Grüße hier an Gladiso oder Gladisok oder wie auch immer du ausgesprochen wirst hier. Der Yordle Six, der hier gerade die Wölfe bekämpft. Shyvana schaut in die Mitte, will den Vega von hinten holen. Shyvana ultiert erstmal komplett daneben. Und ja, Vega hat sogar noch Ignite und Ulti. Da muss Shyvana sich direkt wieder entfernen. Jinx farmt weiter. Thresh. Oh, wenn Thresh hier mit dem Hook kommt. Okay, der wurde gemordet. Yannick wusste Bescheid. Währenddessen Toplane Tower 50% jetzt. Und es trifft. Und es trifft. Das ist ein Kill. Das ist der. Das ist. Wie gesagt, also Nidalee hat jetzt in diesem einen Jungle Skirmish ihre zwei Fights bekommen. Aber ich sehe diesen Pick leider nicht auf der Midlane. Hier sehen wir mal, wie der Train ausgeht. Tatsächlich von Olaf viel besser als der Gern. Hurricanes ist von Jinx jetzt auch ready. Die Varus-Snipes tun langsam weh. Pinkwood. Das ist auch cool, dass der Six jetzt hier den Pinkwood spottet. Und ich muss sagen, auch wenn es jetzt gerade von den Werten her für Shyvana besser aussieht als für Six, das hat halt wirklich viel mit diesem einen Kampf im Jungle zu tun, habe ich das Gefühl, dass der Six gerade etwas präsenter ist. Aber natürlich im Late Game gibt es auch komplett verschiedene Rollen. Shyvana ist dann mehr der Bruiser, der vielleicht auf Jinx jumpt und Six ist einfach dann mehr so der, der den Schaden von hinten austeilt. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Hier geht's noch weiter. Nautilus ist schon etwas geschwächt. Toplane Tower steht immer noch. Also wie gesagt, das macht jetzt gar keinen Sinn gerade, dass Thresh und Varus hier chillen. Warte mal, das könnte doch was werden hier. Aber der Six, der benutzt seine Bomben nicht. Da hast du sogar noch Ulti und die E. Jetzt kommt die E. Jetzt muss die Ulti kommen von Six. Jetzt, ja, die ist super. Und das ist der erste Kill, das ist der zweite Kill. Die Vega Ulti leider mehr oder weniger ins Nichts. Flash für Flash. Wir sehen hier gar nicht, ob das Ganze hier trifft. Ich glaube, es hat sogar noch getroffen, aber nicht gereicht. Hier wird benutzt auf beiden Seiten. Ich glaube, die Jinx will nochmal ihr W benutzen, aber es wird nicht in Reichweite sein. Und nicht. Comeback. Und Shyvana alleine jetzt. Wie will sie das machen? Wird direkt auch gesnackt. Oh. Das rote Team kommt zurück. Also, erstmal. Ja, was ich zuerst sagen wollte, es macht gar keinen Sinn, dass das blaue Team da überhaupt versucht, den zweiten Tower zu holen. Wie gesagt, Varus und Thresh geht in die Mitte, schickt Nidalee auf die Bot, macht den nächsten Turm. Danach könnt ihr auf die Toplane gehen. Halt immer so schnell wie möglich Tower, Tower, Tower. Die wurden jetzt dafür bestraft, dass sie wirklich so deep gegangen sind. Six hätte meiner Meinung nach ein bisschen früher seine Combo machen können. Mit dem Vega Cage wiederum war es aber auch dann noch ein etwas sicherer.
Und das wird noch spannend. Das wird noch spannend. Thresh mit dem verbesserten Sweep-Up Level 10. Gefällt mir sehr gut. Der einzige aus dem 10-Spieler-Kreis hier, der seinen Sweeper direkt verbessert hat. Und man kann nicht umsonst ab Level 9 das verbesserte Trinket bauen. Und das sollte man auch machen. Und deswegen großes Lob hier an Thresh. Der scheint das hier auf jeden Fall gesehen zu haben. Jetzt kommt hier das Roaming. Er will wahrscheinlich die Lantern machen, aber Jinx ist rechtzeitig zurückgegangen. Wie sieht es von den Gegenständen aus? Toplane beide, Black Cleaver. Jungler. Six baut jetzt auf Damage. Shyvana baut ebenfalls gerade noch sehr stark auf Damage. Wir haben auch gesehen, wie schnell sie geplatzt ist. Da würde ich sagen, nach dem Titanic reicht es aber auch an Schaden. Da würde ich dann mehr auf Tankiness gehen. Nidalee weiterhin full squishy. Vega baut jetzt sogar noch Stab des Zeitalters, damit er noch mehr... Ich glaube, der Vega wird es doch hart carryen. Der Varus ist der ADC, der hier extrem fett ist, aber wie gesagt, wenn er jetzt hier wieder... Das macht absolut keinen Sinn, hier auf der Bot weiter zu gehen. Die können also sogar richtig fighten. Nautilus sieht es. Jetzt muss er einfach nur eigentlich rein. Genau, das macht er auch. Aber irgendwie kommt der Rest nicht so in die Pulse. Schade. Da muss ich sagen, man kann nicht sagen, hier kann man echt nicht sagen, what the fuck, was macht der Nautilus? Im Gegenteil, ich fand, der Nautilus hat hier genau richtig reagiert. Er hätte natürlich den Thresh hooken sollen. An Varus ranzukommen war viel schwieriger als an den Thresh. Er wollte jetzt natürlich den Carry-Fokus. Ich glaube, den Thresh hätten sie leichter mitnehmen können, aber insgesamt war es definitiv der richtige Gedanke. Und ich glaube nicht, dass sie Vega kriegen, um ehrlich zu sein. Im Gegenteil, es wird wieder Deep. Vega kann feuern. Ziggs feuert mit der Ulti. Vega Ulti. Jinx von hinten. Jetzt kommt aber der Olaf-TP. Und das ist das erste Mal, dass die Top-Männer sich melden. Und der Olaf ist ja eigentlich relativ dick. Und ich glaube, durch diesen netten Teleport gewinnen die das. Und da hätte man sich jetzt fragen können, wo war der Garen? Die Wards waren da. Varus und Nidalee waren low. Garen hat sogar Flasher. Also, da hätte man eventuell ebenfalls teleportieren können. Dieser Pluspunkt geht an den Olaf. Ein bisschen schade war der Vega-Käfig. Wenn der ein bisschen weiter raus platziert worden wäre oder auch schon früher, bevor Shyvana geultet hat, hätte man wahrscheinlich auch noch viel mehr rausholen können. Aber blau Team jetzt zusammengerissen, gegroupt. Holt den Midlane Tower. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Holt den Midlane Tower die ganze Zeit. Und sie machen es jetzt auch. Damit steht der Varus jetzt auf 6-0-5. Garen pressured noch ein bisschen, aber momentan kommt bei ihm noch nicht ganz so viel rum. Olaf klärt den Pink Ward. Tower technisch 2-1 fürs blaue Team. Oh, wie schön. Jungler und Laner tun sich zusammen für den Tower. Genau richtig. Wenn ihr merkt, der Tower ist schon low, euer Laner hat die Oberhand, stellt euch dahin, macht den Turm. Also richtig gut gemacht. Und auch hier, ey, der Jungler ist top. Lass schnell den Drachen holen. Auch das ist genau die richtige Antwort. Jetzt ist die Frage. Kommt der Steal? Kommt der Steal nicht? Nidalee ist bereit und Varus. Das wären zwei dicke Speere. Bei 1000 würde ich ungefähr werfen. Das ist jetzt 4 und jetzt. Und er charged. Und jetzt. War ein bisschen zu spät. Man muss auch immer berechnen, dass die Flugbahn, sage ich mal, auch noch ihre Zeit braucht. Aber okay. Zweiter Mountain Drake für Team Rot. Schade für die Shyvana, ne? Weil die hat ja jetzt die Passive, dass sie ihre Deathwerte erhöht, wenn sie eben den Drachen tötet oder das Team Drachen tötet. Ist nur eine kleine Passiv, aber so jeder Wert natürlich, alle Werte sind wichtig. Ja, Shyvana nutzt das jetzt. Oh, Shyvana ist squishy. Oder war das ein Crit von Jinx? Keine Ahnung. Da ist der Garen drin, Nautilus. Ich finde es ehrlich gesagt, der Nautilus steht 0-6, ne? Das sieht so aus, als ob er fast reinfliegt, aber ich finde es gut, dass er den Fight sucht.
Wenn er noch ein bisschen mehr aushält, wenn er ein bisschen mehr tanky wird, dann wird das das wird später belohnt, wenn er diese Engages bringt. So, Six. Ist es jetzt ein Jungle Six? Der aber trotzdem halt, wie gesagt, durch seinen Wave Clear das ganze Game in Länge ziehen kann. Und jetzt fängt der Olaf mit an zu groupen und ich merke auch, das bringt dem blauen Team was. Oh nein, Jinx, 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 jetzt wirst du gehookt, jetzt wird sie Easy Flash. Währenddessen wird Six gepackt, Fail Flash, jetzt weiß er gar nicht mehr, was er machen soll. Die Bomben gehen aber noch raus, ein bisschen Damage ist dementsprechend da, eine Auslösung. Währenddessen geht auf den Thresh, der flasht raus. Und ja, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, dass der Six gepackt wurde, denn die Frage ist, wer defft jetzt die Wave? Das muss ja dann irgendwie Jinx und Vega versuchen. Garen Teleport genutzt für die Verteidigung, auch das finde ich an dieser Stelle eigentlich in Ordnung. Das gibt dem Team erst ein bisschen Zeit, bis der Six wieder lebt. Six hat jetzt auch Lichbane gebaut. Okay. Nautilus sollte back. Das ist hier. Ich mache eine Pause. Das ist hier eine Situation. Da hätte Nautilus vor 15 Sekunden, kurz bevor der Teleport von Garen kam, back gemusst. Der kann mit so wenig Leben nichts mehr anfangen. Also er benutzt jetzt noch sein Locket. Oh, das sehe ich echt. Wahrscheinlich, der Vega schreibt jetzt wahrscheinlich, geh back oder keine Ahnung. Varus tut weh. Ulti trifft nicht. Der Vega schreibt oder weiß ich auch nicht. Der Vega steht auf jeden Fall gerade rum. Dementsprechend ziehen sie sich jetzt irgendwie doch zurück. Ich weiß es nicht. Shyvana hat es gut gemacht. Gesehen, okay, da ist gerade nichts zu holen. Ich gehe in die Mitte. Damit erzeugt sie weitere Druck. Jetzt ist Nautilus back gegangen. Olaf aber auch. Ich finde, von beiden Seiten ist es nicht ganz so entschlossen, sag ich mal. Also es wirkt noch ein bisschen, als ob die nicht genau wissen, was sie machen sollten. Beziehungsweise die Reaktion kommt etwas verspätet. Und jetzt hat der Vega gerade die DC. Wir können natürlich nur hoffen, dass der Vega zurückkommt. Weil ohne Vega glaube ich nicht, dass das rote Team das gewinnt. Und das wäre schade, weil, wie gesagt, von den Kombinationen her rechne ich das rote Team, dem rechten Team, hohe Chancen im Late Game an. Die 6 Bomben fliegen so ein bisschen hin und her. Und jetzt heißt es halt wirklich deft, deft, deft. Wir haben schon Minute 30. Das ist eigentlich ganz gut. Wir haben es schon mal gut gehalten. Über diese Marke sind die bisher noch nicht gekommen, das Floating. Auch das wieder gut, ne? Jetzt noch diese Wave machen, dann noch eine Kuh und dann würde ich shoppen gehen am besten an der Stelle von Six. Er nimmt den Trank lieber, okay. Er will noch was bleiben. Ich würde einfach jetzt back hin und die Mana regenerieren, weil die Wave ist geklärt. Okay, er sucht noch einen Kern, weiß ich nicht. Jetzt läuft der Top. Ja, das ist meiner Meinung nach ein verschwendeter Trank, weil wir sehen ja auch, hier ist gerade absolut gar keine Drucksituation. Midlane war geklärt, Toplane, Garen steht bereit, Jungle Camp oben war auch nicht da. Da würde ich an der Stelle von Six einfach mal kurz in die Base gehen und meine Mana heilen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Geld er hat. Der steht jetzt hier rum. Hat er jetzt auch ein DC? Was? Er wartet. Okay. Jetzt bewegt er sich wieder. Tatsächlich hat der Olaf das Matchup komplett im Griff, also da hat der Garen gerade echt gar keine Chance. Der Herald-Buff unterstützt das Ganze auch noch ein bisschen. Zack, Six Bomb weiter, alles weg. Er hat den Lichbane Auto-Attack, den würde ich einfach mal bringen, wollte gerade sagen. Da muss die Niederlehne nämlich stark aufpassen. Ungefähr so, jetzt kommt die Shyvana-Ulti. Das war gut, dass sie voll geflasht hat. Verdient, auch hier. Six hat noch keinen Flash ready. Sehr ballsy von der Niederle. Die Niederle selbst sehe ich sogar, hat gerade noch Flash. Vielleicht hätte sie die Ulti oder eine andere Bombe dodgen können. Leider ist der Vega gerade nicht da. Was ich niemals machen würde, ist in den All-Chat schreiben: Vega DC.
könnte mir vorstellen, dass das rote Team das gemacht hat. Und dementsprechend, man merkt irgendwie, die sind auch direkt aggressiver jetzt. Das blaue Team traut sich wieder ein bisschen mehr. Da sind schon einige Tipps, die rausgegangen sind jetzt hier in diesem Spiel. Wenn Vega bis Minute 40 noch zurückkommt. Dann wird's richtig spannend. Im Prinzip, woran kann es liegen? Disconnect. Der müsste eigentlich reconnecten können. Oder er muss. Oh, wenn er weg musste. Das ist natürlich das höchste Problem. Wenn es nur ein DC war. Olaf in den hinteren Reihen. Six weiß nicht, wo er hinlaufen soll. Versucht da noch ein bisschen zu bomben, aber irgendwie. Na, das ist nichts. Oh my gosh! Und das ist jetzt, hier merkt man, wie fett der Varus wirklich ist. Krass, dass die Jinx das Ganze noch überleben konnte. Sie versucht noch den einen oder anderen Auto-Attack. Nautilus steht da. Oh, der Snipe! Der Varus und der Thresh ist ein sehr starkes Duo. Alleine der Thresh, was er von den Items baut, er ist immer noch der Einzige mit dem verbesserten Trinket. Was passiert hier? Der Olaf teleportiert sich nach oben, okay. Interessant. Sylvana holt sich währenddessen den nächsten Drachen. Wir bibbern immer noch. Kommt der Vega zurück oder nicht? Six muss das jetzt hier klären eigentlich. Six muss ebenfalls hoffen, dass... Oh. Okay, der Hook war vielleicht... Gar nicht so schlimm. Six hat's überlebt. Okay, ich bin auch gespannt. Olaf pusht jetzt auf der Top. Das heißt, es ist hier ein 4 gegen 4. Shyvana überlegt sich gerade, soll ich rüber, soll ich nicht rüber. Jetzt wird auf beiden Seiten engaged. Garen hat seine Ulti. Vielleicht ist das der erste Kill für Garen. Nein, der Thresh überlebt. Aber Niederlege geht drauf. Olaf pusht währenddessen auf der Top. Das bedeutet, ein Kill... für Tower Damage und wenn der Tower hier fällt, ist das sogar worth für den Olaf. Aber er wird es nicht durchziehen. Keine Minions mehr da. Ach, wenn der Vega da wäre. Ich glaube, finde ich auch ehrlich gesagt wieder cool, mal einen Vega zu sehen. In so einer Teamkonstellation. Es ist kein Assassin da, es ist kein Hard Engage da. Da ist Vega wirklich super gegen. Wie sieht's mit dem Farm aus? Da hat der Varus am meisten 272. Aber wie gesagt, die Botlane MVP. Ja, Six steht wieder rum. Ich weiß nicht, fangen die jetzt an, sich so im Chat zu unterhalten? Das ist nicht geil, das ist nicht cool, das würde ich niemandem empfehlen. Mach doch hier die Wave. Ja, das ist auch ein Tipp, ein weiterer Tipp, den ich einfach nur geben kann. Chattet nicht. Sowohl nicht zu den Gegnern, als auch nicht zu eurem eigenen Team, weil noch ist es nicht verloren. Es ist vielleicht frustrierend zu wissen, dass der Midlaner nicht mehr da ist, aber ja. Okay, Garen ist da. Oh, den Niederlege ist squishy. Jetzt muss nur noch die Garen heute kommen, beziehungsweise den Crit von Jinx. Die haut weiter raus, jetzt wird es hier genauso ein bisschen spät. Der Hook von Thresh war Gold wert. Meiner Meinung nach hätte Shyvana auf jeden Fall auf Jinx gemusst. Und so ist es dann doch noch etwas spannender. Aber Varus ultra fett kann auch nicht gefokust werden. Somit 2 für 2. Minions sind nicht da. Olaf pusht weiter top. Der Varus selbst hat noch Heal. Ich weiß nicht, ob es irgendwo... hätte jemanden retten können und Vega ist wieder da! Und ich hab's gesagt, wenn die bis Minute 40 kommen, dann ist es deren Game. Jetzt ist die Frage, hat Vega schon eingekauft? Noch nicht, jetzt hat er eingekauft, das heißt, er hat doch eine stabile Verbindung. Oh mein Gott! Das Bronze-Comeback und ja, woran hat's gelegen? Man muss halt wirklich sagen, 5 bis 10 Minuten teilweise sind verloren gegangen, weil man nicht die richtige Rotation gebracht hat, weil man nicht Tower nach Tower nach Tower gekillt hat.
Und das kommt so einem Late-Game-Team wahrscheinlich jetzt noch zugute. Ich will ja auch noch nicht von einem Comeback sprechen. Vielleicht, ja, Shyvana Ulti nochmal raus. Swagger Ulti. Der Varus. Boah, der Varus-Snipe hat den Veigar mehr als Hälfte abgezogen. Der muss natürlich, der hat jetzt natürlich auch nicht gefarmt, aber er hat immer noch mehr Farm als Nidalee. Und das geht ja mal gar nicht. Minute 35 und Nidalee hat 93 CS. Ich würde die Mobilität von Nidalee nutzen. Ich würde einfach, keine Ahnung, hier hinjumpen, hier einen Pink Ward stellen oder einen normalen Ward. Hier clearen, wenn der Gegner kommt, von hinten ein paar Speere, dann schnell noch in die Mitte rotieren. Keine Ahnung. Aber sie farmt ja nicht. Und jetzt vielleicht den 6. Oder auch nicht. Da kommt der Hook auf den Veigar. Veigar flasht raus. Veigar kriegt gerade seine Ulti nicht mehr raus, weil der Varus-Snipe kommt. Von daher vielleicht eher einen Bait. 6 flasht raus. Hat dann noch Angst, dass er nicht mehr durch das Gate rechtzeitig kommt. Die Position ist gar nicht so schlecht für so eine 6-Ultimate. Und Jinx feuert ebenfalls. Aber der Olaf ist sowas von tanky. Olaf versucht das Ganze jetzt hier zu bruisen. Die Carries, die feuern drauf. Nautilus ist slow. Garen ist slow. Jinx ist low. Jetzt vielleicht noch einen Snipe, eine Ulti. Die beiden sind low. Da kommt der Varus-Snipe. Und er trifft. Jinx Snipe ebenfalls, das ist die Shyvana. Jinx läuft aber dran vorbei, das ist schon mal gut. Jinx versucht das hier mit dem Red Buff. Sie wird es schaffen, die Fallen sind auch noch da und sie läuft rein. Sie ist durch der Hook. Ein bisschen Hit and Run, so ein klein wenig gekitet. Muss schon kommen. Nur stehen bleiben. Man kennt es wahrscheinlich von den Pros oder von Streams oder den LCS. Die ADCs, die machen immer Auto-Attack laufen, Auto-Attack laufen, Auto-Attack laufen. Wenn sie sich dann ein bisschen bewegt hätte, hätte sie beide gekillt. Und das kann, sowas kann spielentscheidend sein. Schade. Die Fights sind jetzt aber wieder super spannend geworden. Ich muss auch wirklich sagen, man muss sich bewusst sein, was für ein Team hat man. Varus ist ein Sniper. Nidalee ist eine Sniperin. Olaf ist auch einer übrigens, der gut in Siege und Bowcombs ist. Wurde damals übrigens gerne gespielt. Zu Jungle-Zeiten. Thresh ist ebenfalls cool. Jetzt lauft doch mal zusammen. Olaf hier all in. Da bringt auch der Käfig nichts. Der Veigar wird hier wahrscheinlich kein Land mehr sehen. Wobei. Ja, da kommt noch die Shyvana dazu, okay. Aber zwei Ultimates und Ghost führen noch nichts. Mal gucken. Vielleicht holen sie noch mehr. Jetzt groupen sie. Aber da wollte ich halt sagen, group doch mal irgendwo, wardet an den Seiten und versucht zu snipen, aber das wiederum ist auch nicht ganz so einfach, weil die Gegner den Six haben und der kann die Wave halt easy clearen. Dementsprechend ist die sinnvollste Position, die sie machen können, Olaf auf eine Lane und Sophia auf eine andere Lane. Also ich kann auch nur sagen, von der Teamkonstellation gefällt mir das rote Team dann doch echt besser. Der Hook auf Jinx. Sie gehen nicht rein. Okay. Und Jinx kommt. Oh, der Varus-Snipe. Der war wieder richtig Gold wert. Und Olaf kann beide Carries wahrscheinlich schnetzeln. Und Shyvana ist nicht mehr dabei. Aber der Veigar ist auch nicht dabei. Und ja, Garen irgendwie, der kommt nicht viel rum. Wobei doch, Nidalee gestetzelt. Und Nautilus muss zusehen, dass er wegkommt. Shyvana. Und der nächste Hook. Ich glaub das nicht. Ich glaub es nicht. Also, Olaf Bruce die Carries weg. Aber, wie gesagt, MVP die Botlane. Die Varus-Ulti war super. Varus-Snipe vorher war super. Thresh erstmal einen Hook auf den Carry. Thresh noch einen Hook auf den Veigar. Und ich hätte echt gedacht, wenn das rote Team ein bisschen ruhiger spielt, dass da ein Comeback drin ist. Aber scheinbar sollte es nicht gewesen sein. So wie es aussieht, wird das blaue Team das jetzt hier beenden. Nautilus hat schon wenig Leben, wird wahrscheinlich nicht mehr reingehen. Und jetzt kommt noch der 6. Aber das war's, Leute. Da sehen wir zum Beispiel auch, dass das rote Team die Teamkombination gar nicht verstanden hat. Auch hier Bronzeverhalten. Fight. Da ist ein Gegner. Fight. Lasst die doch zu eurem Turm kommen. Ihr habt nichts zu verlieren. Also, ich hoffe, das hat beiden Teams und vielleicht auch den Spielern oder den Zuschauern, die sich in ähnlichen Situationen befinden, geholfen. Ich finde, man konnte hier einiges sehen, was hätte man besser machen können.
wie viel Strategie muss man doch mehr anwenden, wie viel Strategie wurde nicht benutzt. Ein paar coole Moves waren wiederum dabei. Und ja, MVP Award geht an die Botlane von Team Blau. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit der Silberanalyse. Haut rein, euer Mr. Mikey P. Macht's gut.